Guten Appetit, fangt an, bitte. Und wie war es heute? Gut. Was habt ihr gehabt? Französisch, das war nicht so gut. Ich weiß, es liegt oft am Schüler und es liegt auch ein bisschen an mir. Ja, aber ich hatte halt eine Lehrerin, die mich gehasst hat. Das ist so, wirklich. Warum hat sie dich denn gehasst? Liegt vielleicht auch ein bisschen an mir, aber wir konnten uns beide einfach nicht gehabt. Am Ende war es dann auch ganz okay, aber ich bin halt nicht gut im Französisch. Also halten wir mal als Zwischenergebnis fest, du willst erstmal nicht gut sein in Französisch. Doch, jetzt will ich ja besser werden in Französisch. Ah. Kann ich bitte aber noch die Schlachtplatte bekommen? Hier ist es halt anders, dass alles ziemlich so nach Plan läuft. Man kann eher zu Hause eher so machen, was man gerade Lust hat. Ich würde das nicht so akzeptieren, wenn ich von meinen Eltern irgendwie einmal ums Haus rennen müsste morgens vor der Schule oder so. Da hätte ich einfach keine Lust zu. Nach dem Mittagessen bei Vanessa im Gildenhaus. Hausmutter Schmidt hat ihre Mädels zur Besprechung gerufen. Sie erinnert an eine wichtige Internatsregel. Versucht euch dran zu halten, nach einer gewissen Uhrzeit keinen Besuch mehr, insbesondere keinen Herrenbesuch und auch pünktlich dann im Haus zu sein. Und in diesem Zusammenhang kommen wir zu der nicht jugendfreien Regel. Kapelle. Wer kennt das Wort K-Fälle noch nicht? Ich. Koedukation. Ich war das mal Koedukation. Okay. Also K-Fälle sind hier im gesamten Internat nicht zulässig. Heißt, jegliche Form des Geschlechtsverkehrs ist untersagt. Also wer beim K-Fall erwischt wird, kriegt erstmal ein Strafgespräch, kriegt dann eine Wochenendsperre und muss 3 Stunden arbeiten. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Glück beim Auspacken. Soweit noch nicht geschehen. Ich komme dann nochmal durch, komme rum und frage euch, was ihr so braucht. Herzlich willkommen. Auf Wiedersehen. Ich spreche mit meinen Mädchen auf jeden Fall über alle Themen, weil ich das auch überhaupt nicht akzeptieren kann, dass die dann hier als Betthupferl betitelt werden, was durchaus auch vorkommt. Das möchte ich nicht und da möchte ich auch meine Mädchen schützen. Was treibst du da unten? Ich hab was gesucht, aber irgendwie. Herr Franz. Ja. Wie lange bist du jetzt hier? 4 Jahre. Was hast du bezüglich Lebensmittel gelernt? Ich gehe nicht aus dem Speisesaal mit ihm nach. Ah. Ich habe sie aber nicht aus dem Speisesaal mitgenommen. Sondern? Ich habe sie nie hochwerfen lassen. Gut, du bist seit 4 Jahren hier. Du hast es seit 4 Jahren noch nicht begriffen. Was machen wir denn, damit du es in Zukunft nicht mehr machst, obwohl du schon seit 4 Jahren dich anscheinend nicht an diese Regel gehalten hast? Du machst es in Zukunft einfach nicht mehr, weil du es weißt. Du weißt es ganz genau. Okay? Ein Brötchen her. Nee, das macht Finn, bitte. Finn, gib mir das Brötchen, bitte. Einfach. Okay? Manchmal steht mir wirklich noch kopfschüttelnd dann davor. Aber ich schüttel den Kopf und nimm es für mich nicht weiter tragisch. Wir alle waren in der einen oder anderen Art und Weise waren wir mal so, mussten durch die Phasen durch. Nö, das nehme ich mit. Finn, traust du, dass das wieder aus dem Mülleimer rausgrabbelt und dann doch noch auf ist? Manchmal kann Hausvater Ulich das Verhalten seiner Jungs nur wenig verstehen. Denn unten vom Speisesaal steht zwischen den Mahlzeiten immer etwas für den kleinen Hunger bereit. Annika, wir müssen Schluss machen hier. Nee, oder? Nein. Thomas Godoy wird Vater. Wer ist denn das? DSDS. Lass an. Dann gehen wir nachher da ran, weißt du? Aber dass Frau Schwarz das nicht mitbekommt, müssen wir das jetzt abdecken. So. Je suis malade de la tête. An manchen Tagen fällt es einem schon schwer. Da kotzen einen dann die Schüler alle an, die Lehrer sowieso. Und dann alles auf einem und dann will man einfach nur weg. Und raus. Schlafen und schlafen und wieder schlafen. Hast du Schuhe neu? Nee, die haben Schuhe genau seit der Klassenfahrt. Ein normaler Lundschüler
sieht immer so aus. Lundjogger, Schlabberpulli und diese Boots. Das ist ein Lundjogger. Das. Sieht total hässlich aus, aber dieses so bequem. Gutes Stück. Und wenn ich durch Hamburg gehe und da irgendwie einen Lunder sehe, den erkennt man wirklich sofort, weil der hat Kragen oben und diese Timberlands. Aber man erkennt die auch vom Gang, oder? Ja. Doch um Lunder zu sein, muss man erst einer werden. Deshalb gibt es am Ende der ersten Woche das traditionelle Hafenfest. Wir werden eh gehen. Klar. Die Hausgemeinschaften treten hier gegeneinander an. Ob beim traditionellen Kutterpullen, wackeligen Kistenstapeln oder klassischem Seilziehen. Ein Wettkampf der besonderen Art. Einfach nur so ein bisschen Häuser-Contest irgendwie. Natürlich will man da gewinnen, aber letztendlich ist es man ja trotzdem eine ganze Gemeinschaft. Also auf Gewinn kommt es eigentlich nicht an, aber es wäre natürlich schön. Gemeinschaft lösen und ist einfach bei jeder Geschichte hier wichtig, auch mit der Naht. Einfach damit man mit jedem auskommt, dass hier keine irgendwie Streitereien entstehen oder sowas. Schon wichtig, eine Gemeinschaft zu sein. Der Höhepunkt am Ende des Hafenfestes ist die traditionelle Taufe. Dazu legen Karl von Hessen und seine Gattin Luise im Hafen von Luisenlund an. Genauso wie es 1770 hätte sein können. Damals schenkte Karl seiner Luise das Schloss. Seitdem heißt dieser Ort Luisenlund. Die Armschuhe lassen wir nicht mehr laufen. Wir wollen die neuen heute tauchen. Sag ja zur kleinen Schweinerei, zum trüben Wasser, unser Schleim. Die Leute waren Schleimwasser. Am Schluss folgt ein Willensakt. Ihr seid ja praktisch babynackt. Entsteigt der Schlei, gereinigt heiter und lebt als neue Lunder weiter. Als junge Menschen mit Profil, als solche mit gewissem Stil. Courage und Gemeinschaftssinn, so seid für Lund ihr ein Gewinn. Nun los, ich zähle 1, 2, 3, wer Lunder sein will, in die Schlei. Das macht unser Internat aus und die Taufe ist eben eine ewig lange Tradition und deswegen muss jeder neu mal rein. Und wenn man hier drin war, dann gehört man dazu, dann ist man mit allen Wassern gewaschen. In der nächsten Folge spielen die Luisenlunder um die Internatsehre. Handy abgegeben? Hä? Jo, cool. Auf dem Hof gibt es Schwierigkeiten. Hausvater Ulich lässt alle Handys einsammeln. Ihr könnt doch nicht alles vollpacken hier. Und alle bereiten sich auf den festlichen Höhepunkt im Winterhalbjahr vor. Ich war ja noch nie auf dem Mikroball und ich freue mich, glaube ich, total. Müsst ihr dann auch um 12 ins Haus oder dürft ihr bis zum Schluss bleiben? Bis zum Schluss. Denn das Nikofest fordert ein spezielles Outfit und gute Nerven.